Die Vereinbarung beinhaltet medizinische Hilfe in Fällen, in denen zum Beispiel ein Kaiserschnitt notwendig wird oder das Neugeborene Atemprobleme hat. Tritt eine derartige Situation ein, werden Spezialisten aus dem Lausitzer Seenlandklinikum gerufen. Das ist zwar nur etwa alle 2 Monate der Fall, für die Spremberger aber von großer Bedeutung. Die Bedeutung ist vor allen Dingen für Bürger zu sehen, die weiter in Spremberg entbunden werden möchten oder entbinden. Für das Geburtshaus, für die Existenz des Geburtshauses ist es sehr wichtig, dass wir ambulante Geburten am Krankenhaus durchführen können, unter Leitung der niedergelassenen Hebammen. Und für uns als Krankenhaus ist es natürlich wichtig, dass die entsprechende Qualität, Sicherheit in der medizinischen Versorgung auch bei ambulanten Geburten gewährleistet ist. Etwa 600 Babys kamen im vergangenen Jahr in Hoyerswerda zur Welt, im Spremberger Geburtshaus gerade mal 60. Die jetzt überarbeitete Kooperation soll dazu beitragen, dass Mütter ihre Kinder auch in kleineren Kranken- oder eben Geburtshäusern entbinden können. Andreas Gralemann sieht das auch unter dem Blickwinkel des regionalen Zusammenhalts. Ich denke, weil wir alle Lausitzer sind und wir als Klinikum mit dafür sorgen wollen, dass auch in kleinen Einrichtungen nach wie vor Babys zur Welt kommen. Bereits seit Anfang der 90er Jahre arbeiten beide Häuser auf dem Gebiet der Notfallversorgung von Neugeborenen zusammen. Einen ähnlichen Vertrag gibt es auch mit dem Malteser Krankenhaus in Kamenz.